Bauen, sanieren, Energiesparen. Bensheim. Am Wochenende war es wieder soweit. Die Energie- und Baumesse öffnete ihre Tore in der Weststadthalle Bensheim. Hunderte von Besuchern strömten schon am Eröffnungstag in die mit fast 50 Ausstellern ausgebuchte Halle. Die GGEW AG unterstützt diese Messe nicht nur mit vielen Infos an ihrem Messestand, sondern auch mit kostenlosem Eintritt für alle Besucher. Ja, das ist für uns ein klares Bekenntnis zur Region, um diese Themen Energiewende, also das Herunterbrechen auf Erzeugung, auf Mobilität, auf Wärmeerzeugung, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Bei der feierlichen Eröffnung, bei der viele Experten und Vertreter der Stadt anwesend waren, wurde nochmal auf die Bedeutung dieser Messe und den Klimaschutz in Bensheim und der Region hingewiesen. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir durch diese Messe erreichen wollen, dass wir die neuesten Techniken an die Bürgerinnen und Bürger bekommen. Denn ich habe es eben gerade in der Eröffnung gesagt, wenn viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, kann man am Ende die Welt verändern. Und deswegen ist es für uns wichtig, durch diese Messe einen Akzent zu setzen und zu zeigen, was im Klimaschutz alles möglich ist. Die Stadt Bensheim ist seit 2011 Modellkommune 100% Masterplan Klimaschutz und hat somit Vorbildfunktion für viele Städte in Deutschland. Das Bundesministerium für Umwelt fördert das Gesamtprojekt in Bensheim mit einem Volumen von 390.000 Euro und die Bevölkerung profitiert somit von vielen verschiedenen Förderprogrammen. Ja, wir haben ein Förderprogramm, das ziemlich weitläufig ist. Dahingehend, dass sie relativ viel sich fördern lassen können, von der Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Entsiegelung von Flächen, energetische Sanierungen, aber auch Photovoltaikanlagen oder Speichermedien. All das kann gefördert werden. Zukünftig denken wir daran, auch zum Beispiel Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch mitzufördern, sodass die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie eine Photovoltaikanlage bauen und eine Ladestation, sich so eine Wallbox noch montieren lassen, das gefördert bekommen und direkt aus der Sonne ihr Auto betanken können. Die GGEW AG, die seit kurzem diese Wallbox für Elektroautos ihren Kunden anbietet, zeigte sich erfreut über die positive Nachfrage. Ja, da ist ja auch politische Rahmenbedingungen zu beachten. Es gibt 270 Elektrofahrzeuge im Kreis Bergstraße. Wenn natürlich die Anzahl der Fahrzeuge steigt, haben wir auch mehr Möglichkeiten, unsere Produkte zu verkaufen. Deswegen sind wir mit 6 Produkten seit 4 Wochen oder 8 Wochen am Markt sehr zufrieden. Es gibt auch 2 Möglichkeiten, man kann nur eine Wallbox kaufen oder eben auch als Premium-Produkt komplett mit All-Inclusive-Installation bei uns beziehen. Neben vielen Fachvorträgen konnten sich die Besucher auch in Einzelgesprächen direkt am Stand über alle Produkte informieren. Wir haben uns entschieden, auf der Messe heute für den Schwerpunkt zu zeigen, wo wir die meisten Nachfrage haben. Das ist für Gasbrennwertgeräte, Ölbrennwerttechnik, Solarthermie. Wir haben mit Wasserenthärtungsanlagen momentan eine sehr hohe Nachfrage. Oder auch mit der Firma Hoffmann zusammen in Kooperation mit Badewannen. Altersgerechter Einstieg, heute auch wichtig, das kommt immer mehr. Und deswegen, dafür haben wir uns entschieden, auf der Messe, ja. Ob zukunftsorientiertes Bauen und Renovieren, Nutzung und Speicherung regenerativer Energien, Einbruchschutz und Sicherheit, hatte auch das Thema schnelles Internet seinen Platz. Das Produkt MySpeedy ist unser Produkt für die Endkunden, für schnelles Internet zu Hause. Jeder spricht ja über den Breitbandausbau. Wir haben den an der Bergstraße schon komplett flächendeckend durchgeführt. Das heißt, wir haben hier an der Bergstraße einen Glasfaserring aufgebaut. Der ist direkt mit dem Internetknoten in Frankfurt verbunden. Und wir haben 25.000 Haushalte erschlossen und haben ein Gateway zur Telekom aufgebaut, sodass wir hier im Kreis Bergstraße und auch deutschlandweit flächendeckend schnelles Internet anbieten können. Die Energie- und Baumesse Bensheim wird immer mehr zum Publikumsmagnet. Und wer am Wochenende keine Zeit hatte, die Messe zu besuchen, sollte sich den Termin im nächsten Jahr fest in seinen Terminkalender eintragen. Kommt sehr gut an, die Messe, bei den Leuten, also bei unserer Kundschaft jetzt sehr gut, weil sie sich freuen, dass sie die Produkte dann auch mal live sehen können. Und was auch gut ist, dass die Messe keinen Eintritt kostet. Das ist jetzt komisch, aber das werde ich auch oft gefragt, wenn die Leute sagen, oh, kostet keinen Eintritt. Sehr gut, da können wir mal Samstag oder Sonntag drehen wir mal eine Runde mit der Familie und erkunden uns mal, pflegen Kontakte, gucken, was es technisch Neues gibt. Die GGEW AG wird auch im nächsten Jahr die Energie- und Baumesse unterstützen, weil ihr die Region und das Thema Energie am Herzen liegt. Es wird auch sehr gut angenommen und deswegen führen wir das auch so weiter.